Belzig unterhält sich heute Abend mit der lebenden Legende Ulrich Wickert, dem Gedankenleser Thorsten Havener, der Biathletin Verena Bentele und dem Fachmann für Wirtschaftskriminalität Hauptkommissar Uwe Dolata. Belzig unterhält sich jetzt. Und das Wort der Woche, im Grunde genommen das Wort der letzten Woche, aber egal, das Wort der Woche stammt für mich aus dem Munde des britischen Labour-Abgeordneten. Labour, das ist sowas wie SPD in England. Aus dem Mund des britischen Labour-Abgeordneten Stephen Byers. Er hat vor einer versteckten Kamera ganz zugegeben, er wusste nicht, dass er gefilmt wird, er hat ganz offen zugegeben, dass man ihn als Abgeordneten wie ein Taxi mieten kann. Tagessatz 5.500 Euro umgerechnet. Und dann setzt er sich für ihre Interessen ein, so als Lobbyist. Und ich muss sagen, ein Tagessatz von 5.500 Euro finde ich noch relativ preiswert. Wenn man mal überlegt, was bislang zum Beispiel ein einziger Besuch von Jürgen Rüttgers gekostet hat. Sie wissen, dieses Wahlparteitags-Sponsoring, wo die ihre Stände haben, dann schaut er kurz vorbei, sagt Hallo, waren auch ein paar Tausend fällig. Hm? Oder dieser andere CDU-Callboy, dieser Stanislav Dillig aus Sachsen, war das Gleiche. Dann haben wir diese merkwürdige Sponsorenpraxis bei der FDP. Man fragt sich natürlich schon inzwischen, gibt es bei uns auch so viele Taxis? Oder anders gefragt, ist es ein Zufall, dass in Deutschland Taxischilder schwarz-gelb sind? Ja. Und ausgerechnet, meine Damen und Herren, und ausgerechnet, ja, in einer Zeit, wo die immer weniger guten Sitten sich breit machen, ausgerechnet in der Zeit, fallen unsere Berufsmahner aus. Die Profimahner, die uns ermahnen, so wegen Moral, Zeug, fallen aus. Die Kirchen kann man vergessen. Die Kirche ist mit sich selbst beschäftigt. Ja, Riesenskandal, schlimm, schlimm. Aber immerhin hat jetzt die katholische Kirche so eine Telefonhotline eingerichtet für die Opfer. Da können die jetzt anrufen, und zwar kostenlos. Ja. Und das ist ein Riesenerfolg. Das Telefon steht da nimmer still. Ja. Inzwischen ist man wahrscheinlich schon in einer Warteschleife. Ne? Sind Sie von uns verprügelt worden? Wählen Sie bitte die 1. Ja. Sind Sie von uns vergewaltigt worden? Wählen Sie die 2. Oral 3, anal 4. Ja. Wollen Sie den Bischof Ärger machen? Sagen Sie bitte nein. Ja? Nein, also als Mahner, oder? Fallen die aus. Ja? Wer bleibt noch als Mahner? Unser säkularer Ersatzmahner, der Bundespräsident. Habe ich gedacht, der Bundespräsident, ja, kann gut mahnen. Ja, von welchen? Was lese ich? Das Sommerfest des Bundespräsidenten 2007 wurde gesponsert mit 30.000 Euro vom schwäbischen Schraubenkönig Reinhold Wirth. Und genau gegen diesen Herrn Wirth lief in der Zeit ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung, was der Herr Wirth den Behörden sehr übel genommen hat. Er hat damals schon von Auswandern gesprochen. Wobei ich sagen muss, Auswandern finde ich immer noch besser, als wenn wieder irgendwelche unschuldigen Lokführer involviert werden. Ja. Aber überlegen Sie mal, ja. Überlegen Sie mal, der Wirt zahlt und der Anna macht hier den Bundesbuddyhorst. Ne? Ja, können Sie sagen, Belzig, ich halte dich zurück, die Würde des Amtes darf nicht beschädigt werden. Wir hatten die Würde des Amtes beschädigt, das war doch der Sponsor. Und überhaupt frage ich mich, wieso braucht unser Bundespräsident einen Sponsoren? Ja. Ist er Staatsoberhaupt oder Chef der Taxi-Innung oder was? Ja. Wie soll er mahnen? Wissen Sie, der letzte große Mahner war Roman Herzog. Der hat doch damals gefordert, der Ruck muss durchs Land gehen. Der Ruck. Was sagt Köhler neulich, wortwörtlich? Ein Ruck, das bringt nichts, er wäre mehr am Ruckeln. Ja. Ja, und dann fängt er bei den Benzinpreisen an. Ja. Taktisch ungeschickt. Meine Damen und Herren, wer soll noch mahnen? Also ich als allerletzter. Aber auf meiner Suche nach einem Mahner bin ich dann doch fündig geworden. Mein erster Gast heute Abend gilt als sehr, sehr glaubwürdig.
Und sehr viele Deutsche könnten ihn sich sogar als Kanzler oder Vizekanzler vorstellen, was angesichts des vorhandenen Personals allerdings auch nicht mehr viel zu sagen hat. Ja? Begrüßen Sie bitte Ulrich Wickert. Sieht ja gefährlich aus. Herr Wickert, das ist die Pole. Ich weiß doch, was ich Ihnen schuldig bin. Sie sind ja der große deutsche Bon Vivant. Ne? Der, wie was? Ach, Bon Vivant. Bon Vivant, habe ich doch gesagt. Also Sie haben nur bayerisch ausgesprochen. Nein, der Bon Vivant, habe ich gelesen. Der Gutleberer. So, bis heute. So. Und was ist da drin? Ja, das frage ich mich jedes Mal von Neuem. Herzlich willkommen, Herr Wickert, zu meiner Sendung. Eine lebende Legende. Ne? Na, meine Güte. Ja, Gott sei Dank lebe ich noch, kann ich ja nur sagen. Gott sei Dank. Ja, eben. Und wenn Sie keine Legende wären, Hauptsache Sie leben. Ne? Das ist das Wichtige daran. Herr Wickert, erstmal wird's privat, obwohl Sie ein Mahner sind. Ich habe gelesen, lecker, oder? Ein bisschen Alkohol wäre ja nicht schlecht da drin. Ach, wissen Sie, seit dem letzten Mal war die Frau Kessmann da, seitdem bin ich vorsichtig. Und da saß doch ein Mann mit im Auto bei der. Ja, wissen Sie das? Nee, ich war das nicht. Aha, aber wissen so, Sie, wo wer? Sie das so sagen? Wissen Sie, wer das saß? Wie Sie wissen, was gerüchteweise es heißt. Ne? Na, der war es aber nicht. Der war es nicht? Nee, der klagt Sicher? Doch schon. Der klagt schon, ja, der klagt immer. Ne? Herr Wickert, ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Kindheit und Jugend, also Kindheit vor allem, dass Sie solche Beat-Heftle gelesen haben. Piet, kennen Sie die? Ja, und Ihr Vater hat es Ihnen verboten, weil das war vom Anspruch her. Ich habe sie trotzdem gelesen. Ja. Haben Sie auch gelesen? Ich habe sie auch gelesen und dann habe ich gewühlt. Haben Sie noch welche? Und dann habe ich welche gefunden. Herrlich. Ja, und die schenke super. Ich Ihnen. Die schenke ich Ihnen, Herr Wickert. Dass es die noch gibt. Der Mann mit der Narbe. Banditenjagd. Den habe ich im Sack, ne? Ja. Fantastisch. Ja, dürfen Sie behalten. Es ist großartig. Habe ich extra für Sie bei eBay ersteichert. Erzählt von Frank Dalton. Was man daran, ich habe es mir auch angeguckt, wie man sieht, wie die Zeit doch sich verändert hat seitdem, wenn dann der junge Mensch an den Briefkastenonkel eine Frage stellt, damals zum Beispiel, wie viele Tierarten gibt es? Ja? Und dann habe ich in die Bravo geguckt von heute und da steht dann drin, Hilfe, ich bin 14 und kenne erst 8 Stellungen. Ne? Das ist, da hat sich schon was verändert. Gell? Aber ja, eben hier. Gabi, humorvoll zum Totlachen, spannend bis zur letzten Seite. Ja. Aha. Ich glaube, der braucht mich gar nicht mehr jetzt. Gell? Doch, entschuldigen Sie. Nein, nein, nein. Aber das ist doch so eine schöne Geschichte. Das ist selten, sage ich Ihnen. Das ist ein Geschenk. War das teuer? Das geht, ne? Zahlt der Sender. Ach so. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe es aus eigener Tasche bezahlt, weil ich möchte Geschenke selber bezahlen. Und es war mir ein Bedürfnis, weil ich Sie so mache. So. Das finde ich ganz wunderbar. Herr Wickert, Sie sind kürzlich, haben Sie gemahnt. Das war sehr gut. Sie haben gemahnt, Sie haben gesagt, wir sind eine Bananenrepublik. Richtig. Überall wird bestochen. Alle wissen es, keiner tut was. Wie viele Taxis, glauben Sie, sind so unterwegs? Wie viele? Sie meinen wegen Schwarz-Gelb? Ja. Ja, wie viele bezahlte so Abgeordnete, also Abgeordnetenbestechung ist ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht verboten. Nur also die Stimme kaufen ist verboten. Das Interessante ist ja, dass die deutschen Abgeordneten sich immer weigern, bei uns das einzuführen, was die UNO sozusagen empfiehlt als Nicht-Korruption. Das können die bei uns nicht wegen. Ja. Die haben immer einen Grund, warum sie es nicht tun. 142 Staaten haben schon unterschrieben, wir nicht. Ja, da fragt man sich, warum. Ja, warum? 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 Müsste man ihnen. Vielleicht müsste man ihnen was geben. Den? Ja. So. Ja. Wir haben einen Sponsor. Ja. Wir brauchen wieder einen Sponsor dafür. Das ist doch klar. Wir gucken das an. Wann macht die FDP etwas? Genau. Wann senkt die Hotelmehrwertpreise? Wenn sie gesponsert werden, eine Million von einem Hotelier bekommen. Ja, oder dieses schwäbische Schlaumeierle soll noch mal was locker machen. Ne? 30.000 vom Wirt waren ja schlecht angelegt, weil er ist ja dann trotzdem verurteilt worden. Ne? So, da kotzt der Schwabe. Halten Sie uns wirklich für eine schon ausladend korrupte Gesellschaft? Das Problem bei uns ist, dass wir der meinen, die Deutschen, das sind ja ganz ehrliche Menschen, Beamten lassen sich nicht bestechen, deswegen werden die auch lebenslang beschäftigt und so weiter und so fort. Aber wenn wir dann tiefer gucken, da gibt es ja so eine Organisation Transparency International, da stehen wir so in der Höhe von Uganda.
Das Problem ist, bei Uganda, da merkt man es, da fällt es auf. Aber wir sind ja so alte Preußen, wir sind nicht bestechlich, wir nehmen nur Geld. Ja. Genau. Ne? Und außerdem in Uganda ist wärmer dann auch noch. Ne? Gott sei Dank. Also, ja, und sind